Grüß Gott, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Glaubenskompass. Wir wollen uns heute weiter mit dem Thema Islam und Menschenrechte befassen. Und dazu darf ich wieder ganz herzlich den Islamwissenschaftler Pater Samir Khalil Samir bei uns im Studio begrüßen. Herzlich willkommen, Pater Samir. Grüß Gott, Volker. Pater Samir, nach unserem westlichen Verständnis bedeutet Religionsfreiheit auch, dass man für seinen eigenen Glauben aktiv werben darf und auch, dass man seinen Glauben wechseln darf. Wie verhält es sich damit im Islam? Das gibt es nicht im Islam. Das ist absolut verboten. Sie sagen, wenn ich einfach mein Kreuz zeige, für mich, nicht, dass ich zeige, ich trage es, das ist gesehen als Proselytismus und wird weg. Natürlich, wenn für ein Muslime Christ werden, das ist genannt Ridda, und die Person, Mann oder Frau, sollte getötet werden. Sie machen das nicht nur so exzeptionell in Saudi-Arabien, manchmal in Iran oder in andere Länder, aber das wird eine Diskrimination ihr Leben lang. Deshalb, diejenigen, die möchten Christ werden, müssen fliehen nach Westen, in irgendwelche Art. Gewissensfreiheit gibt es nicht. Es gibt eine, ich ertrage dich, wenn du Christ bist, du darfst Christ bleiben unter meinen Bedingungen. Das ist die Dhimma. Ist es aufgrund dieser Tatsachen eigentlich aus Ihrer Sicht wahrscheinlich, dass es eine recht große Anzahl von Krypto-Christen gibt, also ehemaligen Muslimen, die ihren christlichen Glauben nur im Geheimen leben? Ja, natürlich. Und heute werden sie in Europa, Amerika, im Westen sagen, ich bin Christ. Sie stammen aus Algerien oder Iran, oder solange sie dort sind, werden sie verfolgt sein. Mindestens in Gefängnis. Wenn sie dann draußen gehen, sind manchmal auch Prediger, besonders bei Protestanten. Und die machen eine sehr schöne Arbeit mit Muslimen. Sie respektieren sie, aber sie sagen auch, das Evangelium ist da für alle. Das ist unser Recht, genauso wie das Recht der Muslime zu sagen, hier ist der Koran, warum bist du nicht Muslime? Mhm. Religionsfreiheit ist ja auch ein Recht, was bei der EU ganz hoch im Kurs steht, immer wieder betont wird. In der Praxis merkt man wenig davon. Genau. Was sind die Gründe? Die Gründe sind, dass die EU sagt, das Prinzipielle, aber sie wagen nicht, gegen die islamische Tradition zu gehen. Sie haben Angst, dass man sagt, sie sind islamophob oder solche Sachen. Man muss sagen, Prinzipien gelten für alle Menschen. Egal, was du denkst, ein Prinzip ist, wenn das ein Menschenrecht, das gilt für alle Menschen. Die EU und die ONU hat nicht den Mut, so etwas zu sagen. Sie kritisieren nicht nie, dass in Saudi-Arabien zum Beispiel darf man nicht nur keine Kirche haben, sondern sogar nicht zusammen ein paar Männer zusammen zu beten in meiner Wohnung. Dann werden sie in Gefängnis gehen, wenn das Christen sind. Niemand protestiert. Jeder weiß das. Alle Diplomaten weiß das. Niemand wird sprechen.
Sprechen wir über ein weiteres zentrales Thema der Menschenrechte, nämlich Frauenrechte. Was sagt der Koran, also die Grundlage des islamischen Glaubens, über die Stellung der Frau? Ja, der Koran entspricht die Kultur Arabiens im 7. Jahrhundert. In einem Punkt, der Koran hat die Situation der Frauen verbessert, nämlich dass wie heute in Indien oder in China, damals hat man die Frauen, das Baby, wenn das ein Mädchen war, für wirtschaftliche Gründe haben sie weggemacht. Und das ist verboten. Und dieses Beispiel wird immer zitiert bei Muslimen, zu sagen, der Koran hat die Frauen befreit. In diesem Fall stimmt. Aber es gibt einen großen Unterschied im Koran zwischen Mann und Frau. Zum Beispiel bei dem Erbe. Der Jung bekommt zweimal, was eine Mädchen, was seine Schwester bekommt. Wieder, man kann das verstehen, weil von anderer Seite der Jung, der Mann, sollte für seine Schwester sorgen. Aber heute ist es nicht unbedingt der Fall. Das ist juristisch. Wenn, ja, ich bekomme zweimal, was meine Schwester bekommt. Und das ist ein Unrecht. Bei Schiiten, sie haben dieses Unrecht weggemacht. Sie bekommen dasselbe. Wie sieht es in der Ehe aus? Hat eine islamische Ehe eigentlich die gleiche Bedeutung wie eine christliche? Nein, weil im Koran steht, Männer haben Autorität über Frauen. Im Koran steht, dass der Mann muss seine Frau korrigieren, wenn sie etwas falsch macht, aber er darf zuerst sprechen, dann bieten und wenn sie nicht, dann weg. Die Frau kann das nicht tun. Mehr, der Mann darf vier Frauen in selber Zeit als seine Frau haben. Die Polygamie. Es gibt kein Polyandrie. Das heißt, eine Frau darf nicht vier Männer haben. Das ist kulturell. Das ist in der Bibel. Das ist in allen Kulturen. Männer. Aber das ist religiös geworden. Hier ist der Wurm, der Fehler. Das Mann hat geheiligt Traditionen. Andere Unterschied, sehr wichtig. Ein Mann darf seine Frau wegmachen, Wegschicken. wegschicken. Umgekehrt ist unmöglich. Die Frau könnte Maximum sagen, bitte schick mich weg. Aber sie kann nicht ihn schicken. Ein weiteres heiß diskutiertes Thema ist ja die Verschleierung von Frauen, in manchen Staaten sogar die Ja. Ganzverschleierung. Ist das eigentlich etwas, was nach islamischem Recht vorgeschrieben, vorgesehen ist? Es gibt verschiedene Versen, drei Versen im Koran, die sind immer mehr. Am Anfang gab es nicht. Der Schleier war für die Damen, die Hochgesellschaft. Die Sklavinnen haben nie einen Schleier. Das haben wir Beweis davon in der Zeit Mohammeds. Man kann das nicht erzählen jetzt, aber so ist es. Das war wie in Spanien, die Mantilla, das war die Damen. Und dann, der Sinn ist, die Frau gehört mich, meine Frau. Niemand darf gucken, oder? Und warum der Mann gehört nicht die Frau und niemand darf ihn sehen? Wieder, das ist eine kulturelle Sache, die ist religiös geworden. Und deshalb ist das unakzeptabel. In der 20. Jahre vom 20. Jahrhundert, 1920 bis 30, viele Staaten
islamische Staaten im Orient haben das weggemacht und die Frauen haben ihre Schleier deutlich weg. Heute, dass wir in eine salafitische Tendenz gehen, ist der Schleier zurückgekommen und nicht nur, sondern auch, was war nicht, dieser komplette Schleier. Wie ist die Haltung gegenüber Homosexualität oder auch gegenüber einer so neuen Ideologie wie dem Genderismus? Ja, Homosexualität ist deutlich gesehen im Koran als größte Sünde. Und der muss getötet, die Person, die homosexuell ist, und nicht begraben, in der Wüste geworfen für die Tiere. Es ist sehr klar, wie im Alten Testament. Jetzt praktisch, ich habe das in Kairo, man hat immer gesprochen von Homosexuellen. Wir haben sogar zwei Wörter in Arabisch, ein für der Aktiv und ein für der Passiv. Ich wusste nicht, was das bedeutete genau als Kind, aber die Wörter kenne ich. So, die Realität ist bekannt und auch Pädophilie ist bekannt. Wir haben große Poeten, große Dichter, die haben darüber geschrieben. Sehr berühmt. Nur, es ist verboten. Heute wird man ein bisschen lächeln, wenn man sieht zwei Männer so. Und ab und zu wird die Polizei kommen und ins Gefängnis bringen. Das ist ein bisschen auch die Kultur der ganzen Welt außerhalb der Westen heute, dass die Homosexualität ist gesehen als nicht natürlich. Und was ist gegen die Natur, ist gesehen als Sünde. Der Genre, das spricht nicht davon. Das ist auch, ich finde, dass in Europa man sollte darüber überlegen. Man kann nicht mischen. Sein Mann und Frau, egal, ja, die sind so von der Natur und jeder hat seine Rolle in der Gesellschaft. Vielen Dank, Herr Professor, dass Sie bei uns waren. Dankeschön. Ihnen daheim an den Bildschirmen vielen Dank für Ihr Interesse. Das war Glaubenskompass, Ade und bis zum nächsten Mal. Die Reihe Glaubenskompass können Sie kostenlos online über unseren Shop bestellen. www.kirche-in-not.de/shop